Liebe Genossinnen und Genossen, weiter geht's an Weihnachten mit, je nachdem man erst guckt, mit Workers and Resources. Und wir haben einen Kleidungsnotstand in der Republik und das nehmen wir zum Anlass, uns in der heutigen Folge einmal die Zahlen und Daten unserer Republik anzuschauen. Und falls ihr keine anderen Let's Plays guckt, dann wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wird fürs Erste die letzte Folge in diesem Jahr sein. Keine Sorge, nächstes Jahr geht's weiter. Die Folgen sind voraufgezeichnet und vorproduziert. Und ich befinde mich jetzt, wenn ihr das seht, in meiner Weihnachtspause. Eine Woche bzw. knapp anderthalb Wochen gibt es keine frischen Folgenvideos. Das ist alles voraufgezeichnet. Auf die Kommentare antworte ich natürlich trotzdem. Ja, und ich habe mir das Ganze schon mal angeguckt. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben einen Haken vergessen. Bei ihm hier, nämlich hier hinten können wir Kleidung kaufen und da hinten entladen. Ja, soweit okay. Wir fahren sogar hier hin, aber da ist halt nichts drin. Ja, wenn da nie Kleidung drin ist, weil da immer so ein Zug kommt, dann kann da nichts reingebracht werden und dann kann auch da nichts kommen. Wir werden jetzt hier mal auf ein bisschen mehr Kleidung gehen. Ich würde gerne mal so auf 3% gehen, dass wir hier wirklich auch mal so 10 Tonnen Kleidung drinne haben. Das ist mir dann doch nochmal relativ wichtig. Hier können wir dann sogar mal auf 5% gehen. Das braucht nur nicht so viel zu sein. Elektronik auch nicht. Das kann auch ein bisschen runter. Und die Kleidung müssen wir dann verteilen. Und jetzt hoffe ich mal, dass hier tatsächlich jetzt gerade ein LKW unterwegs ist. Wir gucken mal, was die machen. Ne, die holen tatsächlich vom Zollhaus Essen, ne? Wir kaufen jetzt echt aktiv Essen ein. Das ärgert mich ein bisschen. Wir werden jetzt nochmal gucken, ob wir hier so einen LKW irgendwo rumfliegen haben. Der hat Plattenbauteile. Haben wir nicht, ne? Ja, ist nicht schlimm. Dann holen wir uns mal einen und werden die Route jetzt wirklich mal komplett hier rausnehmen. Damit der einfach nicht so viel tut. Denn der soll ja nur die Kleidung dahin bringen. Das nehmen wir jetzt mal komplett raus und machen da jetzt wirklich mal eine eigene Route für. Da nehmen wir uns auch nur einen LKW. So. Wir hätten hier 8,5 Tonnen Kleidung. Das ist ziemlich gut. Das sind zwei Fahrten. Wir nehmen uns mal den hier. 6,5 Tonnen. Zack. Und werden das mal reduzieren. Auf 2%. So. Jawohl, das ist gut. Dann haben wir nämlich 7 plus 6, also ungefähr laut Adam Riese 42. Nein, das sind natürlich 13 Tonnen, die wir dann hier lagern können. Und da müssen wir jetzt da erstmal die Kleidung rüberschaffen. Das ist natürlich ärgerlich. Ist mal ganz ehrlich, kein Wunder, dass die alle unzufrieden sind, wenn die hier im Winter frieren, ne? Jetzt gucken wir erstmal hier. Oh, mega, die Verbindung ist gleich fertig. Das ist super. Ja, Kieswege sind einfach unsere Spezialität. Das geht einfach ratzfatz hier bei uns. Das muss man halt sagen. Und dann werden wir auch hier schon mal 3 Fahrzeuge uns organisieren. So, jetzt ist aber erstmal er dran. Das heißt, oh, der ist ja auch schon durch. Sehr gut. Den müssen wir dann auch bauen. Das heißt, von hier bitte. Kleidung. Nach da. Und ab dafür. So. Okay, das haben wir. Dann nehmen wir uns ein kleines Fahrzeugchen, beziehungsweise machen wir erstmal eins nach dem anderen. Werden wir erstmal 3 Fahrzeuge nehmen. 11 Tonnen, 13, 16. Boah, ist ja mega. Dann nehmen wir gleich die hier. Wie schnell wird der? 95 passt. 1, 2, 3. Das ist ja zum Exportieren da. Komm, nehmen wir gleich einen vierten. Und hier unten setzen wir bitte das nächste VZ hin. Was daran flanschen? Das wäre natürlich cool, wenn wir das damit rankriegen. Dann bräuchte ich hier nicht extra was abbeißen. Na? Ja, es geht. Sehr gut. Zack. Einmal daran.
Ach, das ist nur so ein komischer Weg. Ach, du grüne Neune. Ja, pass auf, dann machen wir das jetzt hier. Na, ich dachte, das wäre ein richtiger Kiesweg oder sowas. Nee, komm. Einmal weg da. Dann machen wir das hier wirklich, dann machen wir das hier vernünftig. Das ist Diesel 3, damit wir hier auch wirklich alles versorgen. Denn pro VZ könnt ihr nur 20 Verbindungen einbauen. Was überhaupt nicht schlimm ist. Aber es muss halt auch gemacht werden. So. Einmal dort im Bau. Das ist... Kopieren uns mal den Namen hier. Das ist VZ Nerdopol Diesel 3. VZ Nerdopol Diesel 3. Und der wird dann die hier versorgen. Und dann sollte das auch passen. Gut. Jetzt sind Diesel 4 hier angekommen. Und da werden wir jetzt schon mal einen Halt hinzufügen. Also, von hier bitte. Beladen Bitumen. Nach da bitte. Entladen Bitumen. Und das ist... Zack. Der aktuelle Verkauf Bitumen. Und ab dafür. So. Sehr gut. Dann sind die auch unterwegs. Dann gibt es da demnächst auch ein bisschen Geld. Jetzt muss ich mal in meiner Liste nachgucken. Wir haben das erledigt. Der ist im Bau. Wir haben da hinten das VZ im Bau. Die vier werden dann natürlich hier ins VZ geleitet, wenn das irgendwann fertig ist. Das hat jetzt aber noch, das heißt aber noch Zeit. Die können das Zeug erstmal so verkaufen. Ganz echt, das sind 200 Tonnen. 200 Tonnen sind insgesamt, ich weiß nicht, was waren das jetzt? 600, 6000? 60 sind 120.000 drin, die hier gerade lagern. In dem Exportlager hier. Das ist einfach der Hammer. So, und jetzt werden wir uns die Lager auch mal vernünftig beschriften. Das ist Bitumen intern. Das ist Bitumen Export. Damit wir auch Bescheid wissen, was wir hier reinbauen. Das ist Diesel intern, das ist das gleiche Diesel-Export und auch dort Diesel-Export. So, dann haben wir das auch und dann gucken wir mal, das will ich mir mal angucken. Guckt euch das an, der fährt jetzt hier mit 14.000 Rubel zur Grenze und das Gute ist, die Grenzstraße hier ist fertig. Gott, ist das cool, ey. Das ist wirklich, wirklich toll. Das gefällt mir echt gut, ey. Ganz ehrlich. So, also, das haben wir. Dann wollte ich... Was hat mir jetzt gerade für einen... Genau, die Zufriedenheit. Das liegt natürlich daran, dass sie nichts zum Anziehen haben, ne? Das ist natürlich maximal uncool. Haben wir denn jetzt hier schon Kleidung drin, ne? Noch nicht. Wo ist unser Kleidungs-LKW? Da ist VEB Verkauf Kleidung. Ah, das Ding können wir eigentlich hier löschen, ne? Da sind ja gar keine Fahrzeuge mehr drauf, so und so. So, da kommt er. Ist der das? Nein. Da sind auch keine Kleidung. Wieso ist denn da keine Kleidung mehr drin? Hat er das schon abgeholt? Das kann sein, ne? Ja, haben wir da Kleidung drin? Das heißt, der nächste LKW fährt jetzt los und bringt Kleidung. Tja, und wir müssen mal schauen, warum jetzt hier wirklich immer noch Probleme existieren hier bei der Produktion von Klamotten. Die Maschinen werden erneuert. Nein, wir können nicht arbeiten, weil die Maschinen erneuert werden. Boah, Leute, ich fasse es nicht. Das liegt an den Maschinen. Bitte die Wartung maximal hoch priorisieren. Okay, pass auf, da müssen wir tatsächlich mal gucken, dass wir das Gebäude damit reinsetzen.
Okay, jetzt habe ich das verstanden. Die Maschinen in diesem Gebäude müssen erneuert werden. Das ist natürlich ärgerlich. Was ist hier? Echt jetzt? Jetzt brennt das Kieswerk. Ja, gut, da haben wir ja Gott sei Dank eine Feuerwehr. Mache ich mir jetzt keine Sorgen, das sollte eigentlich klappen. Ja, top. Sehr gut, passt. Gut, Betriebsfeuerwehr hier unten funktioniert. Wir müssen die mal ein bisschen aufrüsten bei Zeiten, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, gut. Also, das funktioniert. Hier oben wird jetzt gebaut. Das ist er hier. Dann können wir nämlich dort das Ganze voll machen. Ey, ich fasse es nicht, was wir hier jetzt... Wie schnell die das auch leer saugen. Guck dir das mal an, was wir auch verdienen jetzt, ne? Wahnsinn. Ja, ich weiß, die haben keine Klamotten. Wir arbeiten doch dran. Meine Güte. Okay, gut. Schauen wir nochmal, wie es mit den Klamotten aussieht. Die sind jetzt schon wieder leer. Das ist gut. Das bedeutet nämlich, dass wir dort 6 Tonnen Klamotten drin haben. Und in dem Klamottenlager hier unten auch 4 Tonnen. Ach Gott, Chef. So. Chef, Chef, ich kann nicht zur Arbeit kommen. Ich habe keine Hose. Was soll das heißen, du hast keine Hose? Du bist doch kein Informatiker. Die Informatik wurde noch nicht erfunden. Oh Mann, ich habe keine Hose, ich kann keine kaufen. Es ist alles kaputt. Schrecklich, stellt euch das mal vor, ganz ehrlich. Und damit sowas nicht normal passiert, müssen wir definitiv im großen Zollhaus hier, blups, den Kleidungsimport ebenfalls aktivieren. Ganz ehrlich, dann geben wir da halt ein bisschen Geld für aus. Das ist mir auch ehrlicherweise völlig wurscht. Und wir machen dort auch Kleidung mit rein. Und wenn das hier unter 20% fällt, und das ist ja in dem Fall 20% von hier, das sind 20%, sind 0,7, sind 1,4 Tonnen, dann fährt einer los und holt hier was. Ja, das ist wichtig. Und dann können wir jetzt nämlich auch, dann müssen wir halt ab und an Kleidung importieren. Ja, dann können wir dich jetzt wieder losfahren lassen. Und er holt jetzt ab und an Kleidung, führt das hier rein. Und wenn das leer ist, dann holt sich hier ein entsprechender LKW ein bisschen mehr. So. Und wird hier etwas importieren. Aber das war natürlich ärgerlich. Dann haben wir das Thema zumindest erledigt. Und wenn wir jetzt dabei sind, dann gucken wir uns jetzt auch die restlichen Statistiken mal an. Einmal die Happiness. Die ist natürlich jetzt ein bisschen niedriger geworden, dadurch, dass wir hier keine Kleidung haben. Das sollte aber jetzt mit der Zeit wieder steigen. Ne? Sättigung ist Gott sei Dank hoch. Wir haben ja einmal unsere Produktion von hier, unsere Essensproduktion, die das dann hier hinbringt. Und als Import haben wir den ja immer noch hier, dass wir immer noch für Notfälle unser Import-VZ haben. Das müssen wir tatsächlich mal ausbauen. Ich glaube, das ist langsam ein bisschen klein. Dann haben wir unsere Gesundheit. Ja, guck mal, überall 90%. Das ist gut. Ich weiß, da arbeiten wir doch dran. Zufriedenheit wird höher werden, wenn die nur Hose tragen dürfen. So, 25% Regierungsloyalität. Das wird hoffentlich auch irgendwann besser. Alkoholabhängigkeit 27%. Machen die denn genug Sport hier? Ah, die sind alle bei 95%, ne? Saufen die hier genug? Hier saufen sie weniger. Krass, ne? Guck mal hier, 30%. Boah. Ich heiß Zahl, komm. Ist betrunken. Hast du schon wieder die ganze Nacht durchgesoffen? Ja, ich habe keine Hose. Unglaublich. Dinge, die in unserer Bevölkerung abgehen. Schreibt gerne mal für alle ein paar Sachen in die Kommentare, die gerade so hier bei uns abgehen. Ja, ja, das wäre so meine Version. Chef, ich bin betrunken. Ich kann nicht zur Arbeit kommen. Warum hast du so viel getrunken? Weil ich keine Hose habe. Das wäre jetzt so meine Idee. Anyway, wir machen weiter. Kultur. Ah, läuft. Sehr schön. Religion wollen sie immer noch. Nee, 0%. Top. Tja, wenn sie eine Hose haben, dann ist es okay. Und Criminality, haben wir festgestellt, hier gibt es jetzt was. Ist soweit ganz okay. Hier sind wir 7%. Echt? Okay. Kein Fleisch. Einer. Ja, der soll nichts anstellen. Okay, Radios haben wir auch genügend.
Das ist gut. Lebenserwartung 80, 75. Das ist schön. Wie sieht es mit schweren Straftaten aus? Hier unten nichts. Hier oben ein paar. 9 Morde im Supermarkt. Alter Falter, stell dich das mal vor. Chef, da hinten liegt schon wieder einer rum. Schläft? Nein. Kein Witz. Passiert hier. Auch da gerne mal Stories, wie es in unserer Republik... Oder macht da, wir machen das mal so. Schreibt gerne mal einen Artikel, wie er in einer Zeitung stehen würde, bei uns in der Republik, in die Kommentare. Den schönsten Artikel und das schönste Kommentar, die schönsten Kommentare lese ich dann in der ersten Folge im neuen Jahr vor. Schreibt es gerne mal rein. Wie würdet ihr, nachdem ihr diese Situation hier seht, eine Top-Schlagzeile auf der ersten Seite schreiben, hier bei uns in der Republik? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, Autos gibt es hier keine. Sind ja nicht in der DDR. So, Supermarkt, das sind die, geklaut wurde 17 Mal. 9 Mal ist es dabei schief gegangen und ein paar leichte Straftaten 50. Oh Gott, das ist aber auch gefährlich da hinten. Also Nerdopol Ost hat sogar keine Bäume, wo die Leute sich verstecken können. Dafür aber auch keine Kriminalität, ne? Naja. Okay, so. Gebäudeeigenschaften. Ja, Sanierung wurde jetzt hier gemacht. Das haben wir jetzt mal ganz fix abgeschlossen. Da wird auch noch saniert. Müll. Ja, ist tatsächlich kein Problem. Hier hinten hab ich gesehen, ist Müll auch kein Problem. Erstaunlicherweise, weil ich mich da nie drum gekümmert habe, dass der Müll da irgendwie wegkommt. Aber das scheint schon irgendwer irgendwie zu machen. Ja, die Baureihe 119. Oh, wie cool. Moment, what? Ich verdiene 300.000 gerade. Eieiei, ist das cool. So, Produktivität sieht eigentlich gut aus. Ich gucke, Wasserdruck. Ja, passt auch überall. Da sind wir ja dabei, noch ein bisschen was zu ändern. Heißwassertanks, habe ich gerade im Winter gesehen. Ist alles okay? Ist irgendwas hier überlastet? Wenn ihr hier irgendwo eine rote Leitung seht, dann schreit bitte mal schnell Stopp. Weil ich sehe jetzt hier so auf den ersten Blick nichts. Rote Leitung bedeutet nämlich akute Überlastung. So, Ressourcen brauchen wir uns, glaube ich, nicht angucken. Helikopter haben wir nicht. Züge, Schiffe, Planierraupen haben wir definitiv. Gebäude, Aufenthaltsort der Bürger. Wir sollten jetzt tatsächlich... Haben wir irgendwelche Touristen hier? Nee, ne? Arbeiter mit Freizeit. Tja, dass sie Freizeit haben dürfen, ne? Unglaublich. So, Kinder, die noch bei den Eltern leben, hätte mich jetzt auch gewundert. Wir haben ja hier noch freie Wohnungen. Okay, das sieht alles in allem ganz gut aus. Jetzt müssen wir einmal, bevor wir in die finanziellen Statistiken gehen, einen Blick reinwerfen, ob das hier läuft. Ui! Uiuiuiuiui. Mehr Öl. Wir bekommen mehr Öl. Sehr cool. So, wie sieht's hier aus? Ja. Ja. Heidewitzka. 300 Tonnen. Ich fasse es nicht, ey. Hoffentlich ist das Gebäude bald fertig. Dass wir das hier auch noch, dass wir das auch noch aktivieren können. Wir haben so viel Kohle. Das ist unglaublich. So, was baut ihr jetzt gerade? Nichts. Leute. Das bedeutet nämlich, dass wir die nächsten Bauaufträge geben können. Einmal das gesamte Kiesversorgungssystem bitte in Betrieb nehmen und bauen. So, das können wir erstmal durchbauen, dass wir theoretisch in der Lage wären, das Kies-System hier... Moment, hier ist irgendwas schief gelaufen. Da ist irgendwas... Oh, stopp. Da ist irgendwas schief gelaufen. Ja, doch nicht. So, und einmal bauen bitte. Genau. Und dann werden wir... einmal hier... den Weg... asphaltieren. Und danach die Kohlemine. Den Weg hier bitte. Den Weg, genau. Dann können die hier lang gehen. Das passt. Den brauchen wir noch nicht. Dann werden wir den Förderer in Betrieb nehmen. Beziehungsweise den... Hallo? Den Förderer bauen, genau. Und dann einmal das Schüttgutlager bauen. Einmal den unfertigen Förderer hier bauen. Einmal...
die Nerdopol-Kohle-Verarbeitungsanlage. Einmal den bauen. Das große Kohlelager bauen. Und von hier aus den Förderer bauen. Jetzt können wir tatsächlich erstmal alles in Betrieb nehmen, außer diese Sachen hier. Und ich würde sagen, den restlichen Teil in die Richtung, das ersparen wir uns nochmal. Aber dann werden wir jetzt wirklich die gesamte Kohleindustrie hier in Betrieb nehmen. Und auch dich und dich, damit wir hier die Kohle abtransportieren können. Den machen wir noch nicht. Das ist hier der, das ist das Förderband, was hier vorne in das, in den Zug geht. Das brauchen wir noch nicht machen. Okay, hier haben wir jetzt 90 Arbeiter, jetzt sind wir bei 1%. Und hier können wir halt mit Bussen und Co. jetzt die Arbeitslosigkeit ein bisschen hin und her friemeln. Aber das sieht echt gut aus. Also, wunderbar. So, er ist fast fertig. Dann warten wir mal, das gucken wir uns auch noch an heute. Dass wir bitte, ja, haben wir hier hinten endlich den hier fertig? Ja! Oh Gott, sei es gedankt, ey. Das heißt, du versorgst bitte mit deinem letzten den hier. Du kaufst sie bitte mal. Dann nehmen wir den, dann nehmen wir die normalen Flüssigkeitstanker. Den hier. Und du holst dir bitte Flüssigkeiten von hier. Nein, Schmarrn. Was mache ich denn da? Ja. Ist ja Unsinn. Von da bitte. Bringst das nach da. 40%. Und nach da bitte. So, der hat. Der hat. Alles klar. So, dann haben wir das auch. Jetzt, stopp, 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 Leute. Die Linie werden wir auflösen. Und alle Fahrzeuge bitte da rein. Da rein. Da rein. Und da rein. Zack, 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 zack. So, das machen wir dann mit weiteren Fahrzeugen voll. Da wollen wir eben den Flüssigkeitstanker und den mit der hohen Kapazität haben. So, einmal voll bitte. Und ihr werdet von hier und hier bitte beladen. Einmal mit Diesel und Bitumen. Und dann den ganzen Kram einfach verkaufen. So, entladen, dat und dat. Mehr müsst ihr nicht machen. Das ist alles, was eure Aufgabe ist. Und dann könnt ihr hier im Prinzip loslegen. Denn diese beiden Lager, wie gesagt, das sind reine Exportlager. Das ist wirklich dazu da, dass der Überschuss, der hier nicht gebraucht wird, für die interne Verteilung hier rausgeht. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit geschaffen, durch diese Dinger hier, durch die Prioritäten der Ausgänge, dass zuerst die hier vollgemacht werden. Und erst, wenn wir wirklich alles in unserem internen Lager haben, dann wird hier verkauft. Und ja, das wird jetzt natürlich wieder eine ganze Menge kosten, aber ganz ehrlich, hier sind 350 Tonnen drin. Was bringt denn Treibstoff? Nur 400. Das sind aber trotzdem 120.000, also die haben wir relativ schnell wieder drin. 130.000 Rubel haben wir im letzten Monat gemacht. Sehr cool. Ich freue mich. Das sieht gut aus. Jetzt sind die Sachen hier im Bau, das Geld werden wir auch brauchen. Und wir hatten jetzt bei der Bitumenproduktion, glaube ich, alles umgestellt, ne? Ja. Meine Güte, guck mal, wie schnell das geht, ey. Das ist echt der Hammer. Plupp, und fertig. Okay, schön. Und wenn wir dann hier diese, also wenn wir die Sachen da hinten fertig haben, dann werden wir anfangen, diese Gebäude hier zu bauen, unsere Stadt zu erweitern und danach das Regierungsviertel zu bauen. Aber jetzt, was ist denn hier los? Stau auf der A7. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, geht's nochmal weiter? Pass mal auf, wir müssen. Wo will denn der hin? Ja. Wir müssen hier nicht rechte Hand regeln. Das ist Quatsch. Zwei bitte. Vorfahrt. Und vier hat bitte Vorfahrt. Drei und eins muss warten. Ab dafür. So soll das sein, dass die Straße hier
immer sauber abgeführt wird. Und die anderen beiden müssen ja einfach mal warten. Das ist jetzt hier. Die Ecke ist hier nicht so wichtig. Die könnten theoretisch auch hier rumfahren. Da ist ja genug Platz. Naja, denn. Das passt schon. Gut. Ihr seht, jetzt wird hier gebaut ohne Ende. Aber das soll auch so sein. Okay. Dann wollten wir uns noch die Zahlen angucken. Wir werfen nochmal ganz kurz einen Blick hier rein. Ah, guck mal, die haben alle einen Job. Hier leben mittlerweile... Wie viele leben hier? Keine Bildung, haben 100... Moment. Können das die Kinder sein? Wir haben hier 300 Universitätsabsolventen. Hier haben wir mittlerweile 500. Du grüne Neune. Wir müssen gleich nochmal einmal kurz in die Routen reingehen. Das sieht auch gut aus. Ja, hier warten auch genug Leute. Geburten 800, Todesfälle, Fluchten. Das sieht alles eigentlich ganz gut aus. Hier leben fast 2000 Leute mittlerweile. Wir sind bei 5000 Einwohnern. Ganz ehrlich, wer hätte das gedacht, als wir mit diesem Let's Play angefangen haben? Das ist schon ziemlich cool. Jetzt werden wir nochmal einen Blick hier in die Schule. Nö, Schule läuft. Wir hätten sogar noch mehr Kapazitäten hier unten. Wir haben das ja extra damals einen Tuck größer gebaut. Hier hätten wir auch noch mehr. Alles easy. Kapazitäten reichen noch aus. Überhaupt kein Problem. Wie sieht es da aus? Auch alles easy. Ja, wir könnten hier vielleicht nochmal auf 20 gehen. Wir haben ja hier genug Leute. Da wird auch genug aufgeklärt. Ja, da passiert jetzt natürlich eine ganze Menge. Wir müssen gucken, dass wir... Dass wir natürlich bei der Aufklärungsquote dabei bleiben. Das Ding ist voll. Scheibenkleister. Das habe ich verpennt, Leute. Wir müssen das Gefängnis bauen. Und das werden wir bitte auf hohe Priorität setzen. Hi, oh mai, oh mai. Ärgerlich. Das habe ich vergessen. Das hat jetzt sogar noch mehr Priorität. Okay, also die beiden sind unterwegs. Dort hinten haben wir die entsprechenden Aufträge gegeben. Er sollte jetzt auch Diesel haben. Genau, die können dann nämlich hier schön durchfahren. Dann gibt es ja auch nicht so viel Stau. Das ist auch eine schöne Sache. Und dann gucken wir uns jetzt wirklich nochmal die Finanzen von diesem und dem... Wir können uns mal die Finanzen von diesem Jahr angucken. Dieses Jahr. 800.000 plus gemacht. Wahnsinn, oder? Aber 300.000 haben wir schon durchs Öl verdient und 100.000 durch Treibstoff. Also alleine 400.000 haben wir plus gemacht, nur durch Öl, durch Treibstoff und Bitumen. Und da ist ja das Öl, was wir verkaufen, noch gar nicht dabei. Ja, also das hier hinten. Das, was von hier kommt, das wird ja weiterhin einfach ganz stumpf blub, hier durchgepumpt und ins Ausland geschafft. Ja. So, wer ist hier niedrig? Oh, warum? Das Gebäude wird saniert. Ja, okay, gut. Das, ja, doof gelaufen. Okay, so. Gemischter Müll haben wir ein bisschen. Sondermüll haben wir einfach verkauft. Schrott, da kriegen wir ein bisschen Geld für. Was haben wir denn importiert diesen Monat? Das ist vor allen Dingen Stahl. Das ist klar. Kleidung haben wir importiert. Das ist mir egal. Chemikalien, da müssen wir halt ein bisschen besser werden. Strom wird auch immer mehr. Bei Kleidung müssen wir mal gucken, dass wir da wirklich besser werden. Da werde ich mir nochmal eine Lösung überlegen. Wir verkaufen halt Kleidung auf der einen Seite und auf der anderen Seite importieren wir das. Das ist natürlich, das ist halt ärgerlich. Wie sieht es mit unserem Kleidungsfahrzeug aus? Hat der da was drin? Ja, der ist voll. Also momentan gibt es Gott sei Dank keine Notwendigkeit, hier Kleidung zu importieren. Das ist klar. Gut. Das sollte also ein Einmalpunkt gewesen sein. Das sieht erstmal also ganz gut aus. Dann hoffen wir mal, dass das dabei bleibt. Essen sollte jetzt auch wieder anlaufen. Da gab es eine Sanierung. Lager ist hier jetzt wieder voll. Hier vorne wird produziert. Die sind alle unterwegs und verteilen die Pflanzen. Das ist okay. Das sieht gut aus. Und Elektronik ist klar, Strom ist auch klar, Fleisch ist auch klar, produzieren wir noch nicht. Essen sollte jetzt auch wegfallen demnächst. Chemikalien, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das selbst produzieren. Aber erstmal ist mir wichtig, dass wir jetzt unsere Bauindustrie
starten, die Kohleproduktion starten. Und dann werden wir ebenfalls diese medizinische Universität bauen, weil dann haben wir nämlich 500 Tonnen Beton, Kies, Ziegel. Bis auf Stahl produzieren wir dann alles selbst. Dann wird das nochmal um einiges günstiger hier bei uns. Ja, und dann können wir uns tatsächlich schon um die nächsten Städte kümmern, wenn wir damit sind. Und die nächsten Städte bedeutet, wir müssen unsere Produktion an Nahrung ausweiten. Das müssen wir einmal verdoppeln. Wir haben hier noch Produktionskapazitäten in meinen Augen übrig. Wir müssen hier mehr Pflanzen produzieren. Wir müssen das Zugsystem an Land bringen. Und dann ist im nächsten Jahr die Frage, wo kommen die nächsten Städte hin? Wir haben ja noch genug zu produzieren. Das nächste große Ziel ist für mich Uran. Und da haben wir... Nein! Nee, nicht im Ernst jetzt. Ich hab hier... Echt jetzt? Ich hab vor der Haustür eine Uranmine? Nein! Irre. Boah, ist das cool. Ist das geil! Wir haben vor der Haustür eine Uranmine. Leute, das ist jetzt... Das ist doch die perfekte Nachricht. Das ist ja der Hammer. Ich fasse es nicht. Hier. Guck dich das an. Vor der Haustür. 100%. 70%. Genial, Omat. Und dann würde ich sagen, habe ich den nächsten Ort für die Stadt schon gefunden. Wir bauen die hier hin. Ja, hier vorne kommt das Ding hin. Und da wird dann auch unser Atomkraftwerk gebaut werden. Und das ist das nächste große Ziel. Und ich habe mich auch dazu entschieden, keine Kohlekraftwerke zu bauen, keine Ölkraftwerke zu bauen oder so ein Kappes. Wir werden das direkt mit Atomkraft machen. Wir werden direkt richtig einsteigen und die Atomkraft machen. Und da können wir theoretisch schon anfangen, die Minen zu bauen, die Uranaufbereitungsanlagen. Das kommt alles hier hinten zu dem Flüsschen und hier in diese Richtung. Und wir haben dadurch den großen Vorteil, dass wir ein zweites Importsystem installieren können. Dass wir sagen können, hey, pass auf, dort gibt es ein Lager, welches sich um Treibstoff kümmert. Eine weitere Bauindustrie braucht man nicht. Das heißt, wir werden diesen Teil im Prinzip spiegeln. Es wird ein weiteres Lager geben, welches sich hier um dieses Warenhaus kümmert. Das werden wir da hinten einmal spiegeln. Und dann können wir hier auch ein vernünftiges System errichten, von dieser Seite aus uns mit der Chemie zu befassen, dass wir das hier auch rauskriegen, dass wir eine vernünftige Chemieversorgung haben. Und dann wird es auch eine Importtrennung geben, dass wir den letzten Rest quasi, den wir noch von den Anfängen haben, das ist der hier, auch rauskriegen und ein vernünftiges Import-VZ haben. Ja, ich freue mich aufs nächste Jahr. Wir haben viel geplant. Also, macht's gut. Bis dahin, euer Strategienerd. Ciao, ciao.